Hallo und herzlich willkommen zu Teil 21 von Lego Skywalker Saga Star Wars. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt mal ein bisschen runtergestellt. Ich habe jetzt auf 30 Frames gestellt. Also nicht das Spiel selber, sondern das Video. Ich hoffe jetzt mal, dass es besser ist mit den Lags. Ich habe ein bisschen geschaut, es sah ganz in Ordnung aus. Aber ja, die Lags kommen halt erst wirklich in den Zwischensequenzen. Also ich hoffe, dass es behoben ist. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Aber probieren wir es jetzt erstmal so. Vielleicht tut's ja jetzt auch. So, wir sind mit Mace Windu unterwegs. Uns wurde, oder Anakin wurde mitgeteilt, dass der Senator, oder der Senator hat sich offenbart als Darth Sidious, der spätere Imperator, als Sith Lord. Und Anakin hat es Mace Windu auch gesagt. Der war natürlich so doof und hat einen Annie in seine Kabine geschickt und hat gesagt, wir kümmern uns drum, lass die Finger davon. Dadurch bringt er ihn erst dazu, dass er dann doch wieder rauskommt. Und ja, ihr wisst, was passiert. Mace Windu verliert seinen Arm und wird dann vom Senator. Steig ein. Wo müsst ihr hin? Vom Senator getötet. Wohin Und soll's damit gehen? wird Order 66 ausgerufen. Als Folge dessen. Gute Reise. Und alle Jedis, fast alle Jedis werden getötet. Mal gucken, was hier passiert. Ich denke mal genau das Gleiche. Aber wir stellen jetzt Bleib erstmal wach. den. Möge die. Möge die Macht mit uns sein, genau. Stellt Kanzler Palpatine beim Senatsgebäude zur Rede. Der hat halt natürlich sein Laserschwert sogar dabei. Das finde ich richtig krass. Und kann damit ziemlich umgehen. Tue ich tatsächlich nur mit Kit Fisto das hier machen jetzt, oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wer da dabei war. War da Kit Fisto dabei? Ah, Meister. Was verschafft mir das Vergnügen? Du denkst einfach, das ist halt ein krasser, mächtiger Senator, aber eigentlich ist es ein Sith Lord und halt auch ein richtig krasser Kämpfer. Wie hier alles Mögliche hat, hier schon sind es die Blitze, Machtblitze. Und sein Umhang, er hat hier halt einfach schon alles dafür für die Übernahme. Eine schreckliche Meister Wahrheit. Windu, ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Aha. Noch nicht. Habe ich sie hier noch zu zweit kämpfen? Oh, das ist direkt das Ende. Anakin! Jedi übernehmen die Macht! Ich werde das beenden. Ein für alle Mal. Nein. Nein! Nein! Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Ich brauche ihn! Wie fertig er jetzt direkt aussieht, nachdem es so gegrillt wurde. Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Darfool. Weiter nach Kashyyyk, wir müssen. Wie einfach alle Jedi davon überrascht werden, außer Yoda. Das finde ich ziemlich krass. Von der Order. Oh, und wir spielen Yoda. Jawohl, nach Kashyyyk. Dich sorgen, du musst nicht. Deinen Leuten auf Kashyyyk helfen, wir werden. V-Flügel-Sternenjäger. Das ist der Vorgänger zum A-Wing. Sieht aus wie ein A-Wing, gell? Wo haben wir denn den? V-Flügel-Sternenjäger, hallo? Da. Info. Hergestellt von Quad Systems Engineering, der Firma hinter dem Jedi-Sternenjäger, ist der V-Flügel ein flinkes und wendiges Schiff. Um die Geschwindigkeit des Schiffes zu erhöhen, ist das Cockpit drucklos.
Das bedeutet, dass der Pilot einen versiegelten Fluganzug tragen muss, um es fliegen zu können. Der V-Flügler der Alpha 3 Nimbus-Klasse ist ein kompaktes Schiff. Deshalb wird er häufig an Bord von Sternzerstörern der Venator-Klasse in die Schlacht transportiert, von wo aus V-Flügler-Schwärme zum Angriff auf den Feind flogen. So ist das. Aber cool, jetzt sind wir also auf Kachin, dem Heimatplanet der Wookiees. Kommt da nicht auch schon ziemlich schnell Chewbacca vor? Ich dachte, gell? Irgendwie sowas. Lass uns mal schauen. Kashyyyk ist hier. The Slice. Ich will erstmal nochmal gucken, was hier ist. Was hier war. Ist das einfach ein Typ oder was, den ich abschießen kann? Ein Kopfgeldjäger. Wie die einfach aushalten, ist halt wirklich lächerlich. Der gibt mir wieder so ein Proton-Torpedo wahrscheinlich. Nein, alles weg! Die mühsam geklaute Beute und das Schiff! Ich krieg gar nichts, oder was? Nicht beim Stehlen erwischen zu lassen. Egal. Gehen wir nach Kachiro. Zwei Charaktere gibt's da und auch so eine Scheibe. Uns aufhalten diese Droiden werden nicht. Uns aufhalten diese Droiden werden nicht. Hallo? Ah, jetzt. Gerade gewundert. Ja, yeah, das sind schon die ATS, die Vorgänger. Da freue ich mich auch schon drauf, ATS und AT-AT zu fahren. Erbittert diese Schlacht ist, die Wookies retten und neu formieren wir uns müssen. Na gut, dann lass uns die mal retten. Lass uns erstmal schauen, wie das hier aussieht. Ganz normal. Und drei Wookies. Oh shit, nicht angreifen. Ah! Und drei Wookies müssen wir retten. Aber das ist tatsächlich noch keine Mission, gell? Sehr gut. Solche Geschütze, da habe ich direkt durch drauf. Kommt dann den halt dran oder was? Sieht aus, als wird's kein Schaden. Ah, ich habe ihn schon gerettet, okay. Nö, die beiden Hindern. Um die beiden Hindern muss ich mich nicht mehr kümmern. Das passt schon. Das passt schon. Da, wo sind die anderen? Da irgendwo. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten, sagt er zum Beispiel Yoda. Habe ich den jetzt schon gerettet? Hallo, was müsst ihr machen? Ja, ich habe ihn gerettet. Wir haben schon 818.000. Es wird jetzt wirklich mal Zeit für die Dings. Für die Disc da. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie wir die kriegen. Da müssen wir uns echt mal ein bisschen umgucken. Ich kill den Wookie selber, wenn ich nicht aufpasse. Hat er aufgegeben? Das musste ich leider killen, glaube ich. Noch nicht vorbei, diese Schlacht ist. Mit deinen Anführern treffen wir uns müssen. Yeah, Chewbacca! Chewbacca ist halt echt auch richtig alt, gell? Wie das immer eine Belohnung gibt fürs Kaputthauen und wieder fürs Zusammensetzen. Okay, Wookiee-Kommandozentrale da oben.
Das Schiegespur ist sehr vertikal, also können wir ziemlich nach oben. Bin mal gespannt, was da jetzt passiert, ob wir da jetzt so eine Mission kriegen oder ob da direkt dann die Order 66 ausgesprochen wird. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass wir gegen den Senator selber noch kämpfen, aber wahrscheinlich wird das erst... Gott, wo müssen wir bitte hin? Wahrscheinlich wird das erst passieren, wenn wir dann später mit Yoda gegen ihn kämpfen. Also der Kampf Yoda gegen Palpatine und der Kampf Obi-Wan gegen Anakin. Gegen Darth Vader. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig laufe, aber ich denke mal, oder? Einfach immer nach oben. Wird schon passen, wird schon passen. Da ist die ganze Mission wahrscheinlich schon hochlaufen. Ist wahrscheinlich schon Mission genug. Drei Wege, okay. Ja, das sieht doch aus wie das wie die Kommandozentrale. Warum ist es die nicht? Da drüben, ha? Laufen wir hier noch ein bisschen hoch. Was ist denn das? Guck mal, da kann man irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Geht es jetzt auf? Okay. Oh, cool. Und wir können sogar zu dem, zum Dings wechseln, zum Tafu. Den haben wir als Charakter, ha? Der hat nicht mal ein Kashyyyk-Dings, Kashyyyk-Bogenwerfer oder wie das Ding heißt. Die Armbrust da von denen. Ich will mal kurz gucken, was das für ein Kerl ist. Der Tafool. Als Wookiee-Chief und General während der Klonkriege beschützt Tafool seine Heimatwelt Kashyyyk mit Tapferkeit und Stärke. Er ist nicht nur ein enger Freund von Chewbacca, sondern auch ein zuverlässiger Verbündeter von Jedi-Meister Yoda. Ja. Nur bald wird es hier, wird hier was passieren, was Blödes. Die Klone werden die Seite wechseln. Muss ich hier überhaupt außen? Oh, guck mal, was ich da gefunden habe. Was ist das? Ist das eine Datendisk? Laber nicht, habe ich jetzt gerade. Ich habe einfach eine Datenkarte gefunden. Jawohl. Wie gut ist das bitte? Ich habe einfach eine Datenkarte gefunden. Das heißt, die liegen einfach... 19 Stück gibt es oder was? Und ich habe gerade einfach random eine gefunden. Das heißt, die liegen einfach irgendwie rum in der Welt. Aber das ist ja echt gut. Das ist ja wirklich gut. Ich kaufe natürlich Universaldolmetscher. Wäre echt auch ganz cool. Spielt Non-Stop-Cantina-Musik. Nee, nee. Hier, Steinchen mal zwei. Das wird unser erster Kauf. Ich frage mich, ob das zusammenzählt. Also, ob das doppelt. Weil an das habe ich noch gar nicht gedacht. Haben den doppelten Wert, hier steht, haben den vierfachen Wert. Das heißt, wenn ich beides kaufe, haben Steinchen dann achtfachen Wert. Oder haben sie nur vierfachen Wert, weil nur das Bessere zählt. Weil dann wäre es sinnvoll, gleich darauf zu sparen. Aber das wissen wir nicht, gell? Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, darauf zu spekulieren. Vor allem, wir kriegen trotzdem ja... Also die 1 Million, die wir brauchen, von 2 zu... Also... Wenn ich jetzt darauf warten würde, bräuchte ich ja noch 1 Million mehr. Und wenn ich nicht darauf warte, dann brauche ich ja 2 Millionen. Und die 2 Millionen habe ich ja genauso schnell. Also von dem her wäre es ja völlig, völlig sinnlos. Witzige Extras kann ich damit freischalten. Ja, witzig, dass ich das einfach hier finde. Gut, dass ich nicht wusste, wo ich hinlaufen muss.
Sir Chewbacca, dann hier schon mal einen Tisch kaputt, an den wir uns jetzt wahrscheinlich gleich setzen werden. Und dann lasst uns mal reden, was wir hier machen können. Ja, die Klonsoldaten. Ja, ja, ich weiß genau, was ihr plant. Dass sie es einfach dem Ganzen so vollgeleischen, finde ich so krass. Führt die Order 67 aus. Ja, mein Lord. Order 67. Nicht 67. Order 66. Führt die Order 66 aus. Yay! Ja, die Mundi, wie viel da einfach sterben. Wie ihr wünscht, mein Lord. Aber nett mit Meister Yoda. In ernster Gefahr wir sind. Ihr Schweine, warum tut ihr uns das an? Wir waren Freunde, wir haben zusammen im Krieg gekämpft und ihr verratet uns. Schon krass, wie unselbstständig die Klone sind, wie willenlos sie eigentlich sind. Dass sie sich nicht da dagegen wehren können. Aber da muss ich sagen, kenne ich mich auch ein bisschen zu wenig tatsächlich in der Lore aus. Also klar, die befolgen krass Befehle und wurden darauf ja auch... Dann zu der Rettungskapsel gehen wir müssen. Also die wurden darauf getrimmt, dass sie Befehle befolgen und die halt eigentlich nicht unbedingt hinterfragen. Aber trotzdem finde ich es komisch, weil es sind ja eigentlich immer noch Klone. Das heißt, eigentlich müssten sie ja einen freien Willen oder eine Persönlichkeit und einen freien Willen haben. Haben sie ja auch, glaube ich. Sie haben doch eine Persönlichkeit. Gerade in diesen Clone Wars Sachen, da gibt's doch so viele Klone, um die es da geht. Toll, wie ich da einen Held nehmen könnte, aber einen Yoda nehmen, einfach das Ding runterziehen. Und wenn sie so ein bisschen freien Willen haben, warum tun sie das dann? Also, da bist du doch loyaler dem gegenüber, mit dem du zusammen einen Krieg kämpfst, als irgendeinem bösen Sith Lord, der dir den Befehl erteilt. Aber egal. Oh, ich habe den Helm abgeschlagen. Meister Yoda ist zu mächtig. Oh, Chewbacca müssen wir mal noch lesen. Den haben wir jetzt auch hier. Chewbacca, von seinen Freunden liebevoll Chewie genannt, ist ein stattlicher Wookiee, der auf seinen Abenteuern an der Seite von Han Solo, Schmuggel, Rebellenkämpfe und den Transport von Raftaren erlebt hat. Er hat ein langes und aufregendes Leben voller Siege gelebt. Praktisch, da er, wie alle Wookies, nicht gerne verliert. Der tut es schon gern. Hier, Held brauchen wir da. Ne, stopp, ist das Schurke? Hä? War das Held? Ne, das war nicht Held, gell? Das war dieses Imperiumszeichen, oder nicht? Ne, aber eigentlich muss es ja. Aber das ist, glaube ich, Held. Ja, guck mal, der hat hier den Wookie-Bogenwerfer. Axtwerfer. Ne, okay, never mind. Hier ist das Schurkenzeichen. Wo geht's denn hier noch hin? Jo, hier sind Druiden. Wie war nochmal die Holo-Projektor-Frequenz für die Truppenaufführungsschere? Mal sehen. Tevi Doku. Ich muss dringend mal meine Frequenzen ausmisten. Bau wie Vader wahrscheinlich. Hallo? Hört ihr mich? Antworten!
Was der Typ labert, ey. Ich muss meine Mailbox neu einsprechen mit Imperator. Den Monolog, den er hier hält, ey. Viel zu übertrieben. Oh, ich weiß gar nicht mehr, kämpfen die Druiden und Klone dann plötzlich zusammen? Ich meine, es macht ja Sinn. Weil Druiden sind ja unter Kontrolle. Schnapp dir den Wookie. Er darf dem Jedi nicht helfen zu entkommen. Verstanden? Unter der Kontrolle der Handelsföderation. Das heißt, das macht schon Sinn. Ja, diesen Wookie erreichen wir werden. Aber wachsam, wir müssen bleiben. Diesen Wookie erreichen wir werden, aber wachsam, wir müssen bleiben. Ich muss diese blauen Punkte, aber ich muss gucken, dass ich das alles irgendwo finde. Hier ist ja auch noch eins, oder? Ich weiß nicht, ob das nur ein Energieding ist. Oder eins von diesen Teilen, von diesen Bauteilen. Oder hat noch einer überlebt? Hier muss ich wieder ganz viele Blöcke zerschlagen, einfach damit ich an die Kohle komme. Ihr wisst ja, hier ist es wichtig, aber hier muss ich das eh fürs Zusammensetzen benutzen. Gehe ich da jetzt noch rein? Meine blauen Steinchen brauche ich das ja. Und um auf die Million zu kommen, weil jetzt kann man wirklich auf die Million sparen. Auf die Million sparen und demnächst da auch upgraden hin. Das wird cool. Ich will es auch nicht ewig. Ach so, lol. Würden einfach den anderen Weg auch gehen können. Lassen die den kleinen Yoda das Ding schieben? Das können doch die Wookies machen. Ich weiß, ich steuere die, aber trotzdem. Da müssen die doch sagen, komm, lass mich das machen. Meister Yoda. Das ist die Rettungskapsel da vorne, oder was? Muss hier hin? Was ist denn das? Ich hab halt keine Ahnung, was man hier für einen Charakter braucht. Zum Angriff! Was werden wir runterbringen? Und was redet ihr bitte? Ah, das Schiff, oder was? Ups. Ich weiß nicht, ob das das Ziel war. Oder ob man da eher den Wookie hätte nehmen sollen. Aber ich kann es... Eigentlich müsste ich es doch zusammenbauen können, oder? Ich glaube, ich hätte echt einen Wookie nehmen müssen. Kann ich das umhauen? Das wackelt auch so. Warum geht das nicht? Hm. Na gut, dann müssen wir da irgendwo hoch. Können wir da irgendwo hoch? Hier kann ich was bauen. Jawoll. Was Schwirrflügler, Rambock. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich einen Schwirrflügler oder einen Rambock bauen möchte. Ich frage mich, was das, diese Dings um ihn rum sind. Ob das Jedi Geistestricks einfach sind. Oh, da unten ist so ein AT-ST. Nice. Eigentlich will ich da hin. Jetzt muss ich hier rüber, oder? Gibt es jetzt überhaupt noch eine andere Möglichkeit? Komme ich da überhaupt rüber? Was? Ich habe gerade gedacht, ich sterbe jetzt. Nee, da komme ich nicht rüber. Wir müssen den Schwirrflügler wieder zu Brei schlagen. So. Tschüss. Jo, wir mit dem Rambock einfach das Ding kaputt hauen.
frage mich, ob da auch wirklich das mit Lego-Teilen gebaut wurde. Also ob die Teile, die rumliegen, wirklich so einen Rambock ergeben und so einen Schwirrflügler, ob die aus den gleichen Teilen bestehen. Hier ein blauer, ich brauche aber mal einen lilan. Oh, der hält ganz schön was aus, ey. Kann ich nicht den Bogen? Ich will den Piloten da runterhauen. Ne, ich mach's einfach so. AT-ST gegen AT-ST oder wie auch immer das der Vorgängermodell heißt. Ich kann doch bestimmt noch den Typ. Ne, guck. Ich kann echt den Typ nicht. Das ist ja krass. Was für ein Kampf, ey. Steht nimmt sein Leben, das stand doch vorhin dran. Ich glaube, ich bin echt so schneller. Ja, ja, deutlich. Wer hochsteigt, tief fällt. Wer hochsteigt, tief fällt. So, das war's praktisch, oder? Wir sind weg. Begib dich zur Rettungskapsel. Oder glaubt ihr, kommt noch ein Teil? Dass wir uns doch nochmal anders überlegen und irgendjemandem helfen, weil wir haben recht wenig Steine. Aber vielleicht habe ich auch einen Haufen verpasst. Das kann auch sein. Aber ich habe so das Gefühl, man sollte auch irgendwie andere Charaktere hier haben. So, und tschüss. Voll die kleine Rettungskapsel, da passt ja nur ich rein. Leb wohl, Tarful. Tschüss, Tarful. Chewbacca. Was? Wie sie mitwollen? Vermissen ich euch werde. Wollen sie mit oder wollten sie ihn umarmen? Ich glaube, sie wollten mit. Das ist so krass, während wir die Kinder töten. Darkside Rules. Wie viele haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem. Wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen. Du wirst. Leer der Jedi-Tempel ist. Besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht. Mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann finden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Droidenangriff auf die Wookies. Der ist so fies in Episode 3, gell? Ja, ich finde es so krass. Obwohl man genau weiß, was eigentlich passiert, das tut es trotzdem echt weh. Jedes Mal aufs Neue. Selbst hier bei Lego Star Wars. Auch wenn es hier nur ein kleines bisschen ist. Auch wenn es hier nur ein ganz kleines bisschen ist. So. Der Senator wird in seinem Büro beim Senat sein. Dann zum Senat, wir schnell müssen. Dunkle Zeiten es sind. Dunkle Zeiten es sind, so sieht's aus. Aber wir werden in der nächsten Folge erst zum Senat gehen und uns das dann mal anschauen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.